Hallo Leute, und hier sind wir mal wieder bei Dark Souls 3. Und scheiße, ja, diesmal habe ich meine Begrüßung geändert. Und da gehen wir nicht hin. Und nun weiß ich einiges um einiges mehr als letztes Mal. Denn... Und scheiße, es gibt einen Charakter, der uns Sachen besorgen kann, die wir schon... Ja, doch, die wir auf jeden Fall benötigen könnten. Der liebe Mr. Xelok hat mir auch mal wieder einen Tipp gegeben. Und ich habe beim letzten Video in den Kommentaren, er sagte, ich soll anscheinend zu diesem Fire Lord im Schrein gehen, also zum Feuerbrandschrein. Der kann dann irgendwie Boss-Seelenwaffen für mich schmieden. Oder daraus kann er Zauber oder irgendwas machen. Zumindest hat er irgendwas davon gesagt. Davor werden wir jetzt kurz jemanden befreien. Vielleicht ist ja noch dieses eine Gefängnis da. Ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Aber auf jeden Fall, da gibt's was. Und beim Drache, da gab es ja noch so ein... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und zwar, da gibt es... noch ein Claymore. Da gab es ja noch so ein glitzerndes Teil, wenn euch vielleicht erinnert, was ich nicht holen wollte, weil ich keinen Bock hatte, meine Seelen zu verlieren. Das war Blitzreaktion. By the way, wer sich fragt, wieso ich die Mimik da besiegen konnte oder wie. Wenn man unter der Mimik ist, ich weiß, da kann die irgendwie nicht mehr angreifen oder die trifft dich gar nicht mehr. So habe ich es dann halt letztendlich auch geschafft. Und jetzt muss ich... Ja, ha, ha, hallo, ho, ho. Ja, genau. Okay. Ey, das ist voll das geile Schwert. Das hätte ich auch gerne. Ja. Jetzt müsste ich halt noch wissen, wo dieses Gefängnis war. Und ja, ihr seht, die Mimik spawnt hier nicht mehr. Der Drache ist wütend. Oh, oh. Nein, stimmt, ich bin es ja dort. Hör auf ihn anzuvisieren. Was tut der Drache da oben eigentlich gerade? Drache, kannst du mal Gegner hier abfackeln? Ja. Ach ja, wie sehr ich die Dark Souls Logik liebe. Ich schlag mal durch die Wand. Der gute alte, ich schlag sie gerne durch die Wand Trick. Oh, oh, ich habe ihn kurz gestunt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man es nennt. Nein, 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 nein. Warum nutze ich eigentlich den normalen Angriff und nicht den heftigeren? Den hier meinte ich eigentlich. Ich kann gerade ein Schild flattern. Das dachte ich mir aber auch gerade. Weil wenn der Angriff so heftig, so eine brutale Wucht hat beim Schlag, dann musst du es aber auch durch ein Schild einfach dreschen können. Und wir haben was bekommen, und zwar einen Helm. Der allerdings nicht so gut ist wie meiner. Jetzt hätten wir auf jeden Fall. Scheiße. Ja, schon verkackt hätte ich hier angefangen, wenn man jetzt nicht so low. Warte mal, ich hol wieder den Einhänder raus. Und dresch. Nein, 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 das war falsch, das war falsch. Wieso eigentlich Einhänder? Das sind zwei Hände. Diese Logik ist natürlich auch Job Gesell.
Ja, sorry, wenn ich jetzt doch so selbst gedacht habe, aber es ist einfach so. Der kann einfach durch den Gegner schießen, ohne ihm irgendwie einen Kratzer zu machen. Jetzt bleiben wir stehen, bis er zurückgeht, bis er Drachen umbringt. Das juckt mich nicht. Oh, dann bringt ich ihn halt oben, wenn er Drachen nicht will. Den Claymore. Ich weiß nicht, ich muss kurz gucken, wo ist denn der? Der ist halt da oben. Oder wie kommt man da hoch? Ich gehe einfach über die Treppe. Wisst ihr was, Leroy? Naja, jetzt sind wir halt tot. Aber wir haben den Claymore immerhin. Ich frage mich gerade, wieso habe ich das Let's Play angefangen, ohne das Spiel einmal durchzuspielen? Das ist ja richtig dämlich von mir gewesen. Ich gucke mir jetzt nochmal an, was der Claymore kann. Ah. Okay. Der Schaden ist gar nicht so schlecht. Bossheit ist nicht so hoch. Aber ich kann ihn auch nicht effektiv nutzen. Also, nee, die Waffe ist nichts. Hey, warte mal, was? Mit meinen aktuellen Tributen. Okay, also mit meinen jetzigen Skills kann ich die noch nicht verwenden. Sozusagen. By the way, ich weiß, wo der Zellenschlüssel ist. Aber... Du scheiß Dreckskerl. Du bist so schlecht, ich liege am Boden und du triffst mich nicht. Hier gab's noch einen. Bam. Kommt man da nicht runter? Oder war das nicht das Ding mit der Mimik? Achso, nee, es war das. Ja. Das kann jetzt eigentlich egal sein. Dann machen wir uns erstmal stärker. Komm her. So blockst du, ich dachte, so lädst du irgendwie, so machst du irgendwie den Angriff stärker, aber ne. Du schlägst damit, by the way, nicht immer durchs Schild. Das passiert zwar manchmal, aber nicht immer. Gegen den Kerl könnten wir auch kämpfen, aber warum soll ich das machen? Das bringt erstens gar nichts und zweitens würde ich da ja so oder so, glaube ich, drauf gehen. Daher geht mir der Kerl auch am Arsch vorbei. Oh, ich hasse diese Feuerpfeilioten. Ey, komm, das ist mir egal. Mal regenerieren. Mein Gott, nee. Boah, ja, diese Kerle, die sind so kacke mit den Feuerpfeilen. Hol aus und bring ihn um. Gab es hier irgendwas? Nee. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, wo die Zelle ist, aber wo der Schlüssel ist, das weiß ich. Also ist hier noch ein Gegner. Der noch sehr schnell tot geht. Oh oh.
Oh nein. Okay, der Kerl ist nicht dumm. Ich weiß was, fuck off. Nein, ich wollte jetzt eigentlich hinter ihn springen und ihm dann mit der Axt eine geben. Boah, was haben die? Na gut. Was haben wir hier? Ah, eine schöne Glut. Das Problem ist, hier gibt es mehrere Wege. Wo der Schlüssel ist, der ist hier irgendwo. Wo? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber er ist hier. Ja, hier haben wir ein Schwert. Das gerade Astura-Schwert. Warte mal, ist das... Mann! Die Waffe sind alle noch nicht für mich geeignet, oder ich kann sie nicht effektiv nutzen. Ah, ich sehe ihn gerade. Da, wo gerade der Hund ist, da ist der Schlüssel. Moment, wie komme ich jetzt heile runter, ohne zu verrecken? Oder halt ohne Schaden zu kriegen? Oder ich benutze den Bogen. Ach, was? Dann visier den halt nicht an. Ja, klar. Alter, was war das für ein Sprung? Ach ja, übrigens, gegen alle auf einmal kämpfen, vergesst es. Das schafft ihr nie im Leben. Außer ihr habt eine Waffe, die stark genug ist, aber das habe ich gerade nicht. Ich glaube, ich wechsle, by the way, jetzt wieder auf mein Schwert, weil die Axt ist zwar schon ziemlich stark, aber irgendwie habe ich das Gefühl, meine Klinge, die ich da vorhin hatte, also das Langschwert. Warte, Moment, ich guck kurz nochmal. Ja, das ist gerade Astora-Schwert ist nicht schlecht. Das ist der Claymore. Oh! Der Claymore ist so eine Waffe, so ein Schwert, was man auf dem Rücken tragen kann und halt an der Schulter. Und ich glaube, solche Waffen, die waren übel stark. Zumindest habe ich irgendwie sowas im Kopf. Warte mal. Benötigte Tribute. Brauche ich was Claymore? Das wäre... Hä? Oh ne, by the way, ich weiß nicht, wie man die Tribute verstärkt und erhöht. Das weiß ich leider nicht. Und ich hole mir jetzt auf jeden Fall mein Langschwert zurück. Kettenbrecher, krudes Langschwert, Rapiere, Uri Katana. Das. Das mache ich jetzt nicht. Nein, wieso? Wieso reise ich jetzt? Das wollte ich gar nicht. Egal.
Und by the way, nein, ich will das jetzt nicht schneiden, weil das dauert schon sonst wieder zu lange, bis das Ding beim Schneiden geladen ist. Also das Schneiden, das dauert nicht so lang, aber wenn das Ding muss erst fertig laden, das dauert lang. Ja. Schaut, wir können. Okay, mich hat gerade irgendwas gestochen. Wir können die Gegner one-hitten. Das mit einem leichten Schlag. Also, das ist noch nicht so ein heftiger Schlag. Na gut, der ist jetzt nicht drauf gegangen bei einem Schlag, aber egal. Einfach ignorieren. Alter. Geht er zurück? Ja. Ich hab doch geblockt und hab nicht gewechselt zum Zweihänder. So. Hä? Ich hab doch beides. Wieso hab ich jetzt... Hä? Wieso will der nicht mehr normal blocken? Hä, und ich kann mich... Achso, nee. Das geht nicht. Das geht nur einmal. Das lag daran, weil ich... L2 statt L1 gedrückt habe. Jetzt kämpfen wir wieder gegen diesen Spinner. Ich hasse den Kerl, der ist so nervig. Man soll den besiegen, dass man hier durch kann. Und droppen tut er ja nichts Besonderes. Bin der Glut hat an mir fallen gelassen vorher, aber das war doch schon. Nee, diesmal hat er mir nichts gedroppt. Diesmal gehen wir nicht da. Das hasse ich dran. Da kommen immer so viele aus dem Hinterhalt. Wieso habe ich jetzt später diese komische Hose gekriegt? Und Scheiße, wo soll ich denn hin? Achso. Ich dachte, das ist ein Zaun. Hier frisst mal eine Feuerbombe. Also ihr seht, gegen einen ist kein Problem. Ja, wenn er dich nicht mal auf den Boden schmettert. Ja, geil. Ich brauche ja eigentlich nur den Schlüssel. Ich weiß ja, wo der ist. Nur diese Kackspaten gehen mir gerade auf den Nerven. Das ist wieder so ein scheiß Knochenvieh. So, du gehst weg. So, da haben wir ihn. Gefängnisschlüssel. Ja, Feuerbomben-Idiot.
Laufen. Nein, 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 nein. Jetzt laufen wir wieder zurück. Ey, das ist so eine verkackte Scheiße, wenn der ständig auf dich zuschmeißt und dann noch der andere dich angreift. Dann bist du betäubt, liegst am Boden und dann kommt der nächste und schießt dich mit der Bombe ab. Dann bist du schon tot. Der Ritter ist sowieso der nervigste. Bin doch froh, dass wir jetzt von da weg sind. Ein Moment, jetzt muss ich kurz in dem Video nochmal nachgucken, wo das überhaupt war. Schwert, das haben wir ja gekriegt. Warte mal, also hier oben, das ist schon richtig. Hier hoch und da die ganzen Ach so, ja. Wir waren schon richtig. Das war der Typ, das bewacht hat. Den können wir one-hitten. Da gibt es wieder diese komische Hose. Hier, der Kerl, den meinte ich. Den müssen wir jetzt umbringen. Scheiße, hält wenigstens nicht so viel aus. Ja, genau, da vorne ist die Gefängniszelle. Davor noch mal so ein Rachen, so ein Feuerbomben-Dreckskerl. Oder? Das war doch hier. Oder, ach nee, hier. Hier müssen wir jetzt die ganzen Treppen runter und hier ist sie. Der hier ist eine Art Dieb und kann uns Sachen holen. You're no jailer, are you? No. You must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just an old woman. Please. Give her. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wit. What do you say then? Huh? Very Natürlich. Well. I am Grey Rat of the Grey Rat, heißt er genau. Loretta, the bit of your part. By the way, ich glaube, das müssen wir. Was? Blauer Tränenstein. Erhöht die Angriffsminderung bei geringerer Lebensleiste. Ah. Hört sich ganz gut an. Das erhöht nur das Gewicht. Ich werde jetzt ganz kurz schauen. Okay, nein. Passt schon alles. Wir sollten ihr eigentlich den Ring bringen. Allerdings werden wir etwas feststellen müssen. Ich sag's einfach, sie ist tot. Da hing ja so eine kleine, keine Ahnung, wie soll man es nennen, so eine Leiche. Und scheiße, da hat man dann Lorettas Knochen, oder keine Ahnung, hieß sie Loretta, ich glaube schon. Da hat man dann den Knochen von ihr gefunden. Ob wir ihn haben, weiß ich gerade nicht. Und scheiße, Moment, ich gehe kurz in Sicherheit. Ohne Scheiß haben wir ihn, den Knochen. Ja, Knochen von Loretta. Oder von Loretta. Jetzt müssen wir ihm halt was bringen. Er ist, glaube ich, bei uns im Feuerbandschrein. Da gehen wir jetzt auch hin. Und scheiße, ich finde es aber komisch, dass wir... Ich habe gerade Wolverines Krone gelesen. Wollen jetzt Krone.
Und ich glaube, er kann uns halt Sachen besorgen, aber ich finde es halt komisch, dass man, wieso handelt man in Dark Souls mit Seelen? Naja, gut, Dark Souls, sagt schon der Name. Wo wir ihn finden, ich habe keine Ahnung. Okay, hat sich erledigt. Jetzt werden wir ihm das bringen. Oh, hello, you're back, and in one piece. Whatever trinket just don't ask me. Ja, es tut mir leid. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring, as... Wir können jetzt bei ihm was kaufen. Wir können uns sogar Brandbomben kaufen, ein paar. Das Langschwert haben wir schon, das Banditenmesser. Ein Speer. Eine Armbrust. Goodbye. Mach's gut. Okay, Sachen kann uns auch nicht stehlen, wir können es einfach kaufen. Es hieß, wir können ihr das geben. Okay, doch nicht. Okay. Ah, wir haben zu wenig Seelen. Ach, wir haben zu wenig Seelen. Ich weiß halt leider gerade nicht, wie man die Tribute verstärkt, weil irgendwie kann man sie ja verbessern. Wie? Ich habe null Ahnung. Ja, das Schwert kann nicht so gut genutzt werden. Wie machen wir es aber besser, frage ich mich. Oder besser gesagt, wie machen wir halt die Tribute besser? Ja. Ich glaube, ich werde jetzt offscreen nachgucken und beim nächsten Part sehen wir uns wieder. Und ciao, Leute.